Hallo und willkommen zu TerraTech, dem Spiel, wo man Techs bauen muss, um Missionen zu vollenden. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem Bau einer neuen Tech. Los geht's! So, denn diese Tech hat ausgedient. Also ich wollte mal eine neue bauen. Also klar, die sehen natürlich immer so aus wie die hier, weil das ist so mein Basic-Ding. Achtung! Flupp! Dauert kurz. Oh, oh, da landet jetzt einer. Bleibt da bitte stehen. Wollte gerade sagen, okay. Aber es geht langsam alles rein. Das ist schon mal schön. Okay, beginnen wir wieder mit den Standardblöcken. Wobei, wir können auch ganz gerne mal mit den Hawkeye-Blöcken anfangen. Wobei, ich glaube, da haben wir echt wenig von. Aber so eine Hawkeye-Tech wäre natürlich schon awesome, muss man sagen. Und außen dann mit diesen massiven Eisenblöcken. Ich glaube, wir haben echt zu wenig. Sonst gerne, glaube ich. Müssen wir kombinieren. Müssen wir einfach kombinieren. Okay, Standardblöcke. Sieht ja schon mal gut aus, damit kann man schon mal arbeiten. So, wir nehmen jetzt mal die großen Räder. Ich habe mir nämlich noch ein paar gekauft. Die waren echt teuer, ne? Also, ja, am liebsten würde ich die Ketten nehmen. Davon haben wir aber erst zwei Stück. Das wäre ein bisschen wenig. Fahrwerk, sehr gut. Hier, die meinte ich. Und die waren wirklich echt teuer. Also müssen jetzt auch gut sein, hoffentlich. Ich hoffe, die sind gut. Ich meine, die sind von, ne, von der super krassen Tech-Fraktion. Hier, pass auf. Oh, warte mal, ich habe ja nur 5. Ich meine, die ist ja schon cool, ne? Also muss man echt schon sagen. Ich weiß nur nicht, was für eine Traglast die haben, wenn wir da jetzt wirklich wieder alles voll machen mit Waffen, ne? Das ist gerade so ein bisschen tricky, aber wir probieren einfach aus. Energieblöcke, es gibt ja hier von Hawkeye auch relativ große, diese Ionenbatterien. Dann nehmen wir noch Geocore-Batteriesätze. Ich weiß echt nicht, wie viel da reinpasst, ne? So, dann können wir ja hinten eine Reparaturblase reinballern. Also auch so liegend. Vorne auch. Ich glaube, ist alles mit drin, oder? Klasse, was ist das für ein Ding? Oh, eine Future-Solarzelle. Ist die gut? So, dann haben wir noch das Hawkeye-Schadenschild. Ich denke mal, vorne machen wir 2 und hinten 1. Die sind halt riesig, ne? Das können wir nur nicht mittig machen, leider. Finde ich jetzt echt traurig. Aber es fällt nicht auf, dass die nicht mittig ist. Das ist okay. So, Kraftstoffanzeige, Energieanzeige, Radar und der Tacho. Der kommt jetzt hier hin. Oh, super gut. Wow, was für ein genialer Knopf. Batteriesparmodus. Einfach so ein Smart-Home-Schalter. Wie gut ist das denn? So, Grundgerüst ist schon mal fertig. Ich glaube, die wird aber immer langsamer. Ich meine, das ist klar, die wird immer schwerer, ne? Machen wir mit Boostern, glaube ich, klar. Wo wir gerade bei Boostern sind, wir brauchen unbedingt noch Energie- bzw. Flugblöcke, Kraftstoffblöcke. Da haben wir einen Hawkeye-Kraftstofftank und Düsentriebwerke. Wie viel können wir denn noch kaufen? Ich meine, die brauchen wir eh später mal, ne? Oh, 5, okay. 2 dicke Düsen hinten dran. Wir haben echt nur die. Kein Wunder, dass ich so wenig machen kann damit. So, die haben gar keinen Grund, die sollen nur gut aussehen. Vielleicht haben die doch einen Grund, wenn da Waffen dran passen. So, das haben wir. Oh, der Fünffachantrieb, irgendwas, cool. Jetzt haben wir das Grundgerüst wieder fertig. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir genügend Bewaffnung da dran bekommen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den ganz krassen Hawkeye-Waffen. Das sieht gut aus, glaube ich. Wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine. 11 Stück haben wir davon, Railguns, die armen Gegner. Ah, ein bisschen schade natürlich, dass wir jetzt nicht genug Blöcke von den anderen haben. Aber das kommt mit der Zeit. Wir sammeln ja immer fleißig. Deswegen einfach abwarten. Die Techs werden immer krasser und vor allen Dingen größer. Und irgendwann gibt es die auch im Workshop. Dann könnt ihr die einfach runterladen, wenn ihr wollt. Wobei mein Grundaufbau momentan sich halt immer gleich, ne? Also der, ich meine, gut, wenn ein Rahmen gut ist, warum soll man den auch wechseln? Oh mein Gott. Ein Monstermörser hieß er. Ah, macht den Namen alle Ehre, glaube ich. Okay, ich würde sagen, wir testen den mal. Der hat jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Bewaffnung. Hier hinten sind auch noch so Salven-Raketenwerfer dran. Das sieht dann so aus. Bin gespannt. So, warte. Aber wir brauchen noch ein Aufbockding und wir können hier das Schild ein- und ausschalten. Braucht allerdings ein paar Sekunden, was dann nicht wiederum so cool ist. Unseren Aufbockblock. Okay, Schilde aktiv, Kanonen sind ordentlich da, aber da geht noch einiges, gerade wenn wir diese Marschflugkörper haben. Heißt die so? Ja, Marschflugkörper. So, dann würde ich mal sagen, los geht's. Und so langsam ist der gar nicht, fällt mir gerade mal auf. Okay, von da kommt auch noch einer. LOL. Also die Flugkörper sind ja echt mal der Wahnsinn. Okay, krass. Alles wegradiert hier, nice. Muss ich wieder einsaugen. Ah, hier ist auch wieder eine Railgun, Panzerplatten. Also wir sammeln ja immer Blöcke, damit wir die nach und nach austauschen können. Ich stelle mir das vor, dass das so ein bisschen aussieht nach wie das Batmobil. Der Tumbler, wer den im Kopf hat. Ich glaube, das ist ein gutes Ding so. Ist der echt so weit weg da unten? Ja, anscheinend. Super. Ja, in der Senke geht das halt nicht so gut, ne? Haben wir noch Lampen eigentlich? Weil sonst wird gerade dunkel. Passt natürlich. Ich habe vorne auch noch freigelassen. Und ich habe auch mal so Style-Blöcke eingebaut. Die hatte ich vorher auch noch nie drin. Also komplett anders als sonst. So, mal direkt viel mehr Laune im Dunkeln zu fahren. Wo müssen wir überhaupt hin? Betritt den Missionsbereich? Der war, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Oh mein Gott.
So ein Tick ist echt schwer, ey. Okay, rückwärts sollte man damit auch nicht so viel fahren. So, Missionsbereich war da hinten. Die ist voll im Sleep-Mode noch, weil ich einfach so weit weg angreifen kann. Lol. Ruckelt das Spiel? Kann das sein? Passiert hier zu viel? Was ist hier passiert? Oh, der lebt ja noch. Entschuldigung. Ich glaube, die Lichtberechnung hier hinten ist zu hart. Wie ich einfach die Mission vom Sergeant Smash immer vorher mache, bevor ich da hinfahre. Voll gut. Ja, korrekt. Ran damit. Ah, leider keine große Kette. Da hätte ich wieder umgebaut. Also ich glaube, wenn man einen ganzen Wagen voll mit Venture-Geschützen hat, kann man einfach so durchpowern, ne? Das ist einfach so ultimativ krass. Ja, da ist er doch. Die Kiste hat erstes gefunden, viel Spaß damit. Ja, geil. Ich muss sagen, der Booster hält ja wenigstens mal einige Zeit, ne? Also jetzt nicht ultra, ultra lange, aber immerhin so ein bisschen, dass man mal ein bisschen vorwärts kommt. Einziger Nachteil ist bei so einer Bewaffnung, dass nicht mehr allzu viel überbleibt. Aber ein bisschen zumindest, ne? Guck. Ah, jetzt haben wir sie aktiviert. Sehr gut. Na, guck mal, da kommen da. So. Meine Güte. Genau, komm hier, dann können wir direkt mit einsaugen. Perfekt. Die beste Stelle. Bin so gespannt, was da jetzt rauskommt. Bin immer gespannt, was da rauskommt. Das ist, glaube ich, Standardsatz, ne? Bin gespannt, was da rauskommt. Geil. Was ist das denn? So, jetzt müssen wir dahin durch die Rampe fliegen. Machen wir direkt mal mit der. Und da war noch ein Gegner vor. Natürlich. Natürlich war da ein Gegner vor. Weiß nur nicht mehr, wo der ist. Lol. Schnell rein. So, zack. Finde Hubbel. Ah, oh, schon wieder Hover-Training für Anfänger. Wie oft denn noch für Anfänger? So achtmal schon da gewesen, gefühlt. Eher schießen an Fragen stellen. Guck mal, wir haben hier TT-12-Kette. Kaufen wir zweimal. Korrekt. Jetzt können wir fast daraus ein Kettenfahrzeug bauen. Also könnten wir schon theoretisch. Aber machen wir nicht jetzt. Das ist dann vielleicht für nächste Mal. Oh, Entschuldigung, Hubbel. Oh, Hubbel, warte. Ah, oh, boah, kaputt gehubbelt. Oh, nice. Vielleicht diesmal ein bisschen anders, ne? So ein bisschen hin und her. Das ist ja schon echt... Das ist ja nicht für Anfänger, das ist ja schon advanced. Und Turbo Boost. Achtung. Ja, Hubbel ist weg. Wo ist er hin? Boah, aber was für eine geile Ebene hier. Hier kannst du ja richtig hart durchballern. Oh, nice Blöcke, Hubbel. Nice Blöcke. Ja, ich gucke einfach mal, dass ich ein bisschen in die Nähe komme, weil so ist das ja nicht so gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Part, wenn ihr mehr sehen wollt. Aber das ist doch mal ein geiles Auto, oder? Geiles Auto, muss ich sagen. Hammer!